Noch so ein paar andere Sachen, also keine Events oder so, ja. Ich war gar nicht in der Stadt. Weil ich weiß, offstream reagieren viele allergisch drauf. Aber ich hatte halt eine Stunde Zeit. Ich habe auch extra aufgepasst, dass ich nicht irgendwie die Hochzeit triggere oder so, ne? Das wäre ja fatal. Also bis zur Hochzeit haben wir noch ein paar Tage. Und zwar noch... Also heute Morgen noch und übermorgen ist dann die Hochzeit mit der guten Rainer. Na, das wird interessant. Das wird interessant. Du kannst den Ausknopf auch gedrückt halten. Da kannst du auch komplett ausschalten. Aber an der Konsole dann, ne? Also gedockt. Weil ich habe ja jetzt den Pro-Controller. Wenn ich den gedrückt halte, dann macht er nur den hier. Das Standby. Auf Stream zocken und dann wieder das Strauß-Ei suchen. Hey Leovin, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, ich glaube, das war ja noch nicht mal off-stream, ne, mit dem Strauß-Ei. Oder? Hey, der Eiswolf war sich relativ sicher, dass ich das im Stream gemacht habe und wollte das sogar suchen, per Bot. Oder nee, ich glaube sogar per YouTube-Videos. Dieses Strauß-Ei, ne? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Man weiß es nicht, Leute. Das wird für immer ein Mysterium bleiben. Und ich werde mir auch keine Mühe machen, das aufzudecken. So, was machen wir denn heute so? Wir machen erstmal die Gnomengeschichten. Diese Steinbruch und so. Wir wollen ja ein bisschen an Orichalco rankommen. Ich mache mal kurz eine Runde und schau mal, wie viel Orichalco wir eigentlich haben. Leute, wir haben 38 Orichalco-Barren. Und 0 Erz, sehe ich gerade. Eisen und Silbererz brauchen wir vorerst nicht, ebenso wie Stein. Genau, das hatte ich zuletzt noch sortiert hier, ne? Und auch die Barren hier, die bewegen sich alle im 260er Bereich. Ziegel und sowas. Wir können das alles erstmal auf Stopp halten hier. Wir konzentrieren uns erstmal nur auf Orichalco. An der Konsole selbst. Okay, okay. Okay, ich schaue mir das nachher mal an. Das wollen wir hoffen, dass die Hochzeit erst kommt. Ja, das wäre ja richtig assi, wenn ich die Offstream getriggert hätte. Nee, um Gottes Willen, Leute. Ich habe echt nur so ein bisschen gefarmt. Oder gegrindet, je nachdem. Ich habe Straußenei gehört. Ich weiß es. Also wahrscheinlich habe ich das Straußenei bei Stardew verkauft oder verschenkt. Wobei verschenkt waren wir uns eigentlich relativ sicher. Nee, Moment. Wir waren uns bei verschenkt und bei verkauft sicher, dass ich das nicht gemacht habe. Weil sonst hätte er das angezeigt. Ne? Was gibt's dann noch? Ich habe das dann wahrscheinlich gedroppt oder so. Oder gegessen. Gedroppt oder gegessen. Das sind die zwei Optionen. Per YouTube. Sehr richtig assi, wenn er Dinge off-screen triggert, so wie die erste Geburt in Stardew. Ja, Leute, ich lerne ja aus meinen Fehlern. Das Problem ist dann auch, dass die Sucht zu groß ist bei den Spielen, ne? Weil ich feiere die Spiele einfach zu hart. Dann denkst du dir so, komm ja, jetzt noch eine Stunde oder so. So echt so nachts um eins. Ja. Muss ich mich halt zurückhalten. Es lohnt sich nicht, für ein, zwei Stunden den Stream anzumachen. Du hast es off-stream gemacht, da ich nun alles geschaut habe. Du hast alles auf YouTube geschaut? Leute, sollen wir hier schon abbauen? Wie viel habe ich hier? 3, 5, 8. Also 8 hätte ich. Wie viel sind das dann? 8 mal 5 oder wie viel kommen da raus? Das wären 40. Das wären 12 Barren, ne? Achso, ich habe mir hier auch noch so Pilzstämme hingebaut. Weil das war hier so frei. Das war mir nicht effizient genug. Also habe ich hier Pilzstämme hingebaut. Und das auch im Sommergarten. Schaue ich auch mal vorbei. Ist einfach nicer. Ja, und?
Ich schaue nachts um 1 auf Stream. Ja, weil es dann nur so 1-2 Stunden wären, meine ich, Locutus. Weiß ich, wie prickelnd das ist. Viele schalten ja dann, oder viele verpassen das dann ja auch so, würde ich behaupten. Uralter See, schauen wir auch mal vorbei. Bitteschön. Jo, jetzt wird hier Salz gestreut. Über die Schulter, oder wie macht man das nochmal? Gibt's da nicht so einen Brauch? Schauen wir mal den Erdgnomen noch vorbei. Weil ehrlich, Twitch hat Fernsehen einfach abgelöst. Also für mich ja. Aber da war auch schon vor Twitch so bei mir. Einfach nur YouTube und Netflix und das ganze Gedöns. Ui, Stufe 4. Nice. Ja gut, mehr passt auch nicht. Machen wir wieder einen Abgang. Zwei Stunden besser ist besser als zum Beispiel allein heiraten. Nee, sowas wird nicht mehr passieren. So wird nicht mehr passieren, Leute. Und selbst wenn ich dann die Hochzeit trigger oder so aus Versehen, in irgendeinem anderen Spiel irgendwas triggere, meine ich, dann wird das, wird die Konsole ausgemacht, ne? Damit der das nicht speichert und gut ist, habe ich den Tag halt umsonst gespielt. Macht ja nichts. Wir haben hier so eine Perle eingesammelt. Von wem haben wir denn diese Perle bekommen? Ich glaube von dem Reisegnom, ne? Okay. Der gibt ja immer so den unterschiedlichsten Shit. Der hat uns den Stachelhalm gegeben, den Königsfarn und dann so eine Höhlenperle. Also ich verstehe sein... Ich versuche sein Konzept zu verstehen, aber... I don't know. Der macht einfach Freestyle, wie er lustig ist. So, das kann alles weg. Und wieder zurück. Auf jeden Fall beim Kochgnom noch vorbeischauen. Yo, Lara, was geht? Lararito. Dieser Trick mit dem Orikalkus funktioniert übrigens nicht wirklich. Alle 3 Tage habe ich 3 neue Steine für Orikalkus. Okay, Beneda, bis gleich. Okay. Soll ich die schon abbauen dann, oder was? Ich meine, es macht natürlich Sinn, dass die dann entsprechend Platz haben zum Wachsen, wenn man alles abbaut. Alles drumherum. Aber so einen krassen Effekt sehe ich da jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Sollen wir hier verwalten? 10 Stück. Tun wir hier rein. Dann haben wir den Reisegnom auch fast voll. Bleibt der Pfleger, Gras- und Waldgnom. Kriegen wir auch noch hin. Kriegen wir auch noch hin. Oh, es steht doch jetzt auch demnächst das erste DLC an, ne? Räume gerade nebenbei so ein bisschen auf. Sieht bei mir aus wie ein Saustall. Ja, mach das, Lara. So nebenbei was laufen lassen immer, wenn man was aufräumt oder was bügelt oder so, finde ich immer ganz nice. Also auch persönlich. Oh, ihr seid fertig. Dann lacht das Herz. Grüne Cremesuppe. Leute, ich bin alles am Verkaufen, ich sag's euch. Ich habe jetzt gerade keinen Nerv, mich um irgendwas zu kümmern. Was wir auf jeden Fall demnächst machen müssen, ist, ich muss mir einen Notizblock machen. Mit den Dingen, die... er hatte mir das nochmal geschrieben. Tadinchen, ne? Hatte mir ja im Discord die ganzen Sachen geteilt, die Infos zu den Geschenken. Von den NPCs. Da müssen wir auf jeden Fall... Also ich brauche so 3, 4, 5 Geschenke, die ich immer bei mir habe. Die relativ universal sind. Ne, so wie die Orange zum Beispiel bei Stardew. Und da müssen wir schauen, dass wir, wenn wir dann in der City unterwegs sind, zufällig Leuten begegnen, dass wir das dann verschenken. Weil wir tun echt gar nichts. Socially mäßig machen wir nichts.
Außer mit der Rena und der Laura. Aber der Drops ist ja auch schon gelutscht. So, ich muss Saat kaufen, fällt mir gerade auf. Ui. Ui. The lag is real auch wieder. Alles klar, Xabi, hau rein. Danke, dass du da warst. Ciao, Kakao und bis bald, Rian. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Mittwoch, Moment, Mittwoch. Ja, ja, Mittwoch hat die auf. Dienstag hat die zu. Da bin ich mal gespannt. Blim, blim, blim. So, zum Beispiel, er läuft uns jetzt über den Weg, ne? Wäre nice, wenn wir irgendwas dabei hätten, um dem wenigstens so ein bisschen die Laune zu verbessern. Ich glaube, mit Früchten kommt man da ganz gut weit. Ah. So. Was wollten wir denn nochmal für den Herbst anbauen? Eigentlich sind grüne Paprika ja sehr gut, ne? Weil die nachwachsen. Wir könnten uns auch Süßkartoffeln kaufen. Die wachsen auch nach. Oh, ich weiß nur nicht, wie der Gewinn zwischen... Nee, ah, Paprika sind sogar teurer. In der Regel kann man sagen, je teurer die Frucht, desto besser der... das Verhältnis der Marge. Gönnen wir uns. Komm. Gib ihm. 100, ich denke so 100 reichen. Material brauchen wir, glaube ich, vorerst nicht. Wobei, ich würde sehr gerne Futter kaufen. Moment, wo kaufe ich da nochmal Futter? Hier, ne? Tierfutter. Weil wir wollen ja unser Silo ausbauen, ne? Da können wir ruhig mal so ein bisschen ausatmen hier. Da brauchen wir so 500. Sporen habe ich genug. Ich habe auch diese Matsutake-Sporen, habe ich dann in den entsprechenden Gärten. Dieser Sommer- und dieser Frühlingsgarten. Habe ich da in den Truhen dann auch gelagert. Dass ich das aber bloß nicht vergesse, die nachzubauen. Nachzupflanzen, whatever. Hier sind wieder Touris ohne Ende. Ich schau mal, was es im Rathaus so Neues gibt. Jakobo. Ja. Wenn ich frei habe, geht der Tag... Ja, das kenne ich auch schon. Das kenne ich auch schon. Rohsaphir 1900. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Problem ist, ich habe keine mehr. Shit. Rohsaphir ist echt auch so eine Sache, die kriegst du sehr spät. Er ist in der dritten Mine. Ich wünschte eher, es gibt wie bei Stardew so eine Möglichkeit, dass man sich Treppen bauen kann oder so, oder Leitern in der Mine. Das wäre ganz nice. Hello. Nee, hier habe ich eigentlich nichts verloren. Hier habe ich nichts verloren. Ja, ja. Wieder raus hier. Wir gehen jetzt erstmal die Sachen anbauen. Morgen, der Zimmerer, der hat heute zu, ne? Ja, der hat mittwochs geschlossen. Morgen schauen wir bei dem vorbei. Damit wir die Silos ausbauen können. Weil die stehen jetzt bei mir da auf der dritten Ebene irgendwo ganz hinten hingeklatscht. Aber die sind gar nicht verbunden mit meinen Hauptsilos. Das macht also keinen Sinn. Die Tiere erleiden regelmäßig Hunger. Das ist nicht gut. Wie viele Gnome haben wir eigentlich? 105! Oh! Leute, 105 Gnome bedeutet, der nächste Garten wird freigeschaltet. Sogar ganz passend der Herbstgarten. Ich hatte mit den Gärten bis jetzt immer Glück, ne? Dass das genau die Jahreszeit ist, die ich auch im Game habe. Weil da kann man sich dann ganz bequem die passende Saat zu kaufen. Es wird dann wahrscheinlich wieder Paprika. Ich glaube, Paprika ist am nicesten. Ja, Tierfutter darf ich nicht vergessen. Die Herbstmusik finde ich special. Die unterscheidet sich stark, finde ich, von den anderen. Also sowohl dieser Song als auch der andere.
Wobei der andere, der ist nochmal eine krasse, eine Nummer anders. Eine Nummer anders, ja, genau. Yo, Tadinchen. Ich habe gerade noch von dir geredet. Ich hoffe, dir geht's gut. Wo bekommt man einen Flusskrebs her? Entweder du baust dir so ein Gedöns, würde ich jetzt behaupten. Entweder du baust dir sowas hier, dafür brauchst du aber Anglerlevel. Anglerstufe mindestens 5. Oder du kaufst die von dem Anglergnom. Nicht kaufen, der schenkt dir das, sorry. Der Anglergnom. Das ist der blaue Gnom in dem Dorf der Gnome. Der hat mir bis jetzt so gut wie alle Fische gegeben. Also ich habe, ich bin selber nicht so der Angler in dem Game. Habe ich wieder viel zu wenig Saat gekauft, glaube ich, ne? Oder? Oder echt genau passend. Habe ich genau passend Saat gekauft? Really? Sowas gibt es nicht. Wow. In den berühmten Worten von Owen Wilson. Wow. Ist das hier am Pumpen? Nee, ne? Nee. Ich schau noch mal, ich vergesse jedes Mal. 50 waren das, ne? Ja, 50. Okay. Ich schau auch gleich mal, ob ich Illusionsholz da habe. Genug. Bisschen zermürbt, aber geht schon. Ich hoffe, nichts Wildes, Tadinchen. Ich hoffe, du bist noch so ein bisschen müde oder so. Ja, soweit so gut. Danke der Nachfrage. Danke der Nachfrage. Moment. Oh, meine Tiere, ne? Meine Tiere. Ich habe einen in der Mine, zweite Mine geangelt. In dem Becken. Okay. Cool, cool. Nö, alles gut, Gia. Alles gut. So, super verständlich. Und wo angel ich den? Boah, wo du den angelst, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Anna. Keine Ahnung. Ich weiß doch nicht mal, was ein Flusskrebs ist. Ich schau mal, ob ich den selber habe. Also wie der aussieht, meine ich, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da gibt es so viele verschiedene Krebssorten. Schalentiere. Jo, Noppensteinchen hat auch schon investiert. Nice. So, wir machen mal voll hier. Wir machen mal die Silos voll. Ganz wichtig. Boah, das wächst ja alles so schnell nach, ne? Das ist immer dieser Stall hier. Die Tiere, die rebellieren irgendwann, Leute. Wahrscheinlich stellt das Alpaka mir ein Beinchen und der Büffel überrennt mich dann oder so. Die schmieden einen Plan, ich merk's. Ich merk's. Das ist eine angespannte Stimmung hier drin. Ich habe doch gerade geschrieben, in der Mine. Genau, in der Mine anscheinend. In der Mine anscheinend. Tadinchen, es ging um deine Infos, die du mir bei Discord geschickt hast. Dass ich mir die nochmal anschauen muss bezüglich der Geschenke für die NPCs. War klar, auf unseren Stall wird vergessen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich glaube aber, der priorisiert den Stall hier, weil der als erstes gebaut wurde oder so, ich weiß es nicht. Der hat erstmal hier versorgt. Ja, nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. So, Moment. Achso, Moment, Moment. Futter aus großem Silo. Premium-Futter aus großem Silo. Nee, wir wollen Premium-Futter, ne? Das wird ja im Silo sowieso umgewandelt. Das heißt, wir tun hier normales Futter rein. Hä? Moment, Moment, Moment. Da war Futter voll. Wieso wurde er hier nicht versorgt? Dann ist hier auch Premium-Futter ausgewählt wahrscheinlich. Nee. Hä? Es ist kein Futter da. Dann muss ich das erst morgen machen. Ja, ich kann das einstellen, aber irgendwie
Ich muss mal erstmal die anderen Silos ausbauen, damit ich da eine gewisse Struktur habe. Ich glaube auch, dass ich das kleine Feld hier wegmache. Weil Tierfutter wird eh nur noch gekauft. Geld ist ja genug da, Gott sei Dank. Das ist Gott sei Dank auch günstig. Also 40 Tacken. Ist echt gar nichts. Ist einer der günstigsten Items hier, würde ich sogar sagen. Und das hier können wir eben kurz ausschüffeln. Und der Jodeimer. Ein großes Ziel für heute neben der Hochzeit ist wirklich diese komische Hydrokultur da, dieses letzte Gebäude. Das würde ich sehr gerne mal errichten. Oder aufbauen oder was auch immer. Ach, hier hinten geht der nicht mehr durch. Das macht Sinn. Vergiss ja immer die Eier hier reinzulegen, ne? Wolfi! Bisschen Golderz haben wir wieder. Ja, ja, ist ja gut. Dieses Geräusch immer, ey. Das triggert mich. So. Ab in die Haie. Und für morgen werden dann die Silos ausgebaut, endlich. Da hänge ich echt hinterher mit den Silos. Ich sehe auch gerade, der zeigt die richtige Uhrzeit an, ne? Auf dem Wecker. Krass. Feines Detail hätte ich jetzt von dem Spiel nicht erwartet. Will ich ehrlich sein. 39. Cool. Cool. Ah, ein bisschen Kohle haben wir gemacht. Größtenteils nur von den Smaragden. Okay, bei den Smaragden erreiche ich inzwischen schon eine 2-4. Ist gar nicht mal so schlecht. Der Rest ist eh uninteressant. Den Rest verkaufe ich nur noch, um den nicht sortieren zu müssen, Leute. Weil wir haben genug da, vor allem so Erze und so habe ich jeweils 999. Außer jetzt Gold, Orikalko sowieso nicht, aber diese Grunderze. Und Barren haben wir auch genug, Holz haben wir auch genug, Pflanzen etc. So, du kommst wegen Feuerwerk, glaube ich, ne? Okay, der will mich über ein Fest informieren. Bereits in 3 Tagen... Achso, die Pilzjagd. Okay. Alljährliche Pilzjagd. Pilze sind dabei zwar nur aus Plastik, aber das Fest ist trotzdem äußerst vergnüglich. Willst du auch teilnehmen, Jack? Nun denn, ich freue mich schon drauf, dich in 3 Tagen zu sehen. Okay. Pilzjagd, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt schon mal daran teilgenommen habe. I don't know. Kann ich eigentlich meine Katze auch mitnehmen? Ach komm, das nimmt jetzt einen Platz im Inventar weg. We need that shit. Danke, hab ihn gleich gefangen. Ja, nice. Nice, Anna. Danke für den Tipp, Gia. Das lief ja mal jetzt sehr geschmeidig. Wobei, wenn ich in die City schon fahre, kann ich doch auch dieses Moped hier nehmen, oder? Nee, erstmal Gnome. Stimmt, erstmal Gnome. Erstmal hier. Ich räume den Orikalko räume ich jetzt weg, Leute. Ich habe echt das Gefühl, das verzögert das nur. Wir werden natürlich zusehen, dass wir dennoch viel Fläche freihalten. Regelmäßig aufräumen. Aber dann so alle 2 Tage oder so. Ich denke, das reicht. Oh, und Gnome, ne? Wir müssen den 2. Garten ausbauen. Kriege ich das hier irgendwie hin? Ne. Leider nicht. Den 3. Garten, Entschuldigung. Schon der 3. Garten.
Ja, und die Tage kommt ja das DLC raus. Ich glaube, da geht's direkt auf die tropische Insel, soweit ich mich nicht verlesen habe. 28. August oder irgendwie sowas? Was haben wir heute? Den 24. Und Season Pass ist gekauft. Wir werden uns das auf jeden Fall anschauen. Und ich denke, selbst wenn ich bis August jetzt nicht Story of Seasons durchstreame, wovon ich auch wirklich nicht ausgehe, werden wir dennoch bis August immer mal wieder reinschauen, die neuen DLCs testen und so weiter. Ja. Oh, Leute, ich krieg einen kurzen, wichtigen Anruf. Ich gehe da ganz kurz ran. Gib mir eine Minute, ja? So, sorry. Nächste Woche Freitag soll es übrigens einen Rise-Patch geben. Boah, Melo, es geht also eventuell mit der Story weiter. Ich tue mir aktuell so, so schwer mit Rise weiterzumachen, ne? Also gar nicht jetzt wegen Story of Seasons oder so, weil ich weiß, wie komplex das Spiel ist. Aber es ist da, es wird gespielt. Ich weiß nur noch nicht wann. Ich weiß nur noch nicht wann. Jetzt kommt nur noch Resi dazwischen. Vielleicht mache ich zwei Capcom-Spiele parallel. Rise und Resi. Mal schauen. Dann ist da noch dieses Returnal. PlayZ 5 exklusiv. Das ist so ein Rogue-like. Mit Horror-Elementen und so. Das sieht auch super nice aus. Aber es ist mega Shooter-lastig. Ich weiß nicht, wie cool das streambar ist. Muss ich mal schauen, ey. Geht einiges an, bitte, Leute. Steht einiges an. Bei dieser Musik wird mein geistiges Defizit besonders bewusst. Wieso? Musik ist doch super chillig, Mann. Die Zeit. Ja, wir wollten ja auch noch privat ein bisschen was, ne? Können wir auch mal schauen. Wird auf jeden Fall gemacht, aber also so ist das nicht. Muss halt der Bock, muss halt da sein. Der Bock. Nee, bin eigentlich zurück zum Hof, ja. So, jetzt schau ich mal, wie viel Orikalko wir gesammelt haben. Was wir damit so fabrizieren können. 38 Barren haben wir ja, ne? Fehlen 12. Also müsste demnächst fertig sein, ey. Problem ist, dass ich nur den einen großen Fertiger habe. Das heißt, ich muss die Zyklen immer abwarten. 34, 3, 9. Na, okay. 9 haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Nur die erste Mission gemacht. Ja, ich habe nur das Tutorial gespielt, Taya. Das war schon so umfangreich. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht mal, ob ich mit dem Tutorial fertig bin. Gibt bestimmt noch das ein oder andere System, was mir da erklärt wird. Noch nicht mal eine Waffe ausgesucht. Ja, ich glaube, bei mir war das Langschwert, ne? Das fand ich ganz nice. Das habe ich aber auch schon in World gespielt. Oh, ich habe den Stuff vergessen.
3, das heißt 15 Goldbarren. 15 Goldbarren, 60 Ziegel. Ich nehme einfach alles mit. Ich nehme einfach alles mit. Die erste Mission ist doch das. Ach so, ich dachte, du meinst die erste Mission nach dem Tutorial. Ja, erste Mission ist quasi das Tutorial. Ich glaube, das sind mehrere Missionen. So 2, 3 vielleicht sogar. Und geh dahin, sprich mit dem. Und die ganzen Bewohner die ganze Zeit. Hey, ich habe gehört, du bist Jäger geworden. Gratuliere. Diamante. Wo habe ich den denn bekommen? So, am Steinbruch, ne? So, Jolt und Ziegel. Stimmt, ich vergesse immer wieder, dass diese Erweiterungen ja auch Ressourcen beanspruchen, ne? So, jetzt aber. Große Silo. Uno, dos, tres. Ach, ich hätte jetzt auch Cuatro machen können. Ich denke, das reicht erstmal. Ich will ja meine Tiere, will ich ja so behalten. Also viel mehr Tiere kommen ja nicht dazu. Die vorhandenen Stalle werden jetzt nur gefüllt und ich glaube, da bleibt nur noch das Hühnerstall, oder? Nee, der zweite Kuhstall. Der muss noch ausgebaut werden. Ich finde das komisch mit den Weiterentwicklungen, dass die ursprünglichen Gebäude dann noch bestehen bleiben. Oder ich mache da irgendwas falsch. So, ich muss die ja gar nicht bauen, ne? So war das, ne? Stimmt, im letzten Stream hatte das jemand geschrieben, dass ich die gar nicht hätte bauen müssen, die normalen Silos hier. Werden die halt verkauft? Ach, die nehmen gleich viel Platz weg. Okay. Moment mal, wenn ich die Pfütze wegmache, kriege ich das dann dahin? Es macht keinen Sinn, ne? Also die Pfütze ist da. Das heißt, dieser Platz, dieser Slot. Sorry, egal. Über die Platzierung in dem Spiel werde ich mich immer aufregen. Großes Defizit in dem Spiel, wirklich. Das Bauen, das Gestalten, dass keine Sortierfunktion da ist. Come on, ey. Juwelmaschine habe ich jetzt auch. Ganz wichtig, Dasha. Für den Anfang zum Geld machen. Und dann hier immer, ne? Mine und dann Rohdiamanten versuchen zu farmen. Das sind die besten. Die geben dir direkt 10.000. Also wenn du die in die Juwelenmaschine packst und das Endprodukt dann verkaufst. Quasi ein Diamant. Ja, das bringt am Anfang sehr nicen Cash, wie ich finde. Zumindest bei mir. So, Silo, was bringt das? 3 Mille? Komm, weg damit, ey. Brauche ich nicht. Unnötig. Ich habe ja echt Angst, dass ich irgendwann so Orikalko oder so verkaufe. So. Ah, Viehfutter. Warum habe ich das denn nicht direkt reingepackt? Ich hole Fritte, ey. Merke ich mir, ich habe sogar 2 Stück davon. Sehr nice. Sehr nice. Also alles, was mit Roh ist, ne? Also Rohopal, Rohdiamant, Rohsaphir, alles da reinpacken. Das bringt schön Cash im Verkauf. So. 200 jetzt, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier rangehe, müsste auch 200 stehen. Alles klar. Okay, Kapazität 200. Vielleicht macht es auch Sinn, Premium-Futter voll zu machen. Damit beide Slots voll sind, damit auch keine Lücke entsteht.
Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo ich Premium-Futter herbekomme. Da müsste ich das einfach mal verkaufen, ne? Also ich glaube, irgendwo habe ich hier noch Premium-Futter rumfliegen. Jo, hier ist wieder so zugewachsen, Alter. Kann nicht sein. Flap. Weg. Wiggity wack. Yo, Minze, was geht? Schön, dass du da bist. Leute, ich hoffe, ihr habt auch alle Wochenende. Ich weiß, ein paar arbeiten noch samstags oder gar sonntags. Ich hoffe, die meisten von euch können schön Wochenend-Chill jetzt machen. Mit einem nice Snack oder ein bisschen zocken. Nicht viel bei euch? Ja, soweit so gut. Soweit so gut. Wochenende, Story of Seasons mit Chat. Das ist für mich immer eine sehr ideale und tolle Ausgangssituation. Für ein schönes Wochenende. Kann ich hier von einem rausnehmen? Kann ich. Ich meine, hier müsste irgendwo aber noch welches rumfliegen. Hier, ja okay, 9. Tue ich das mal rein. Beziehungsweise eine raus. Verkauf die dann. Verkauf die dann. Damit ich die kaufen kann, ne? Ich weiß gar nicht, warum das jetzt so lange gedauert hat in meinem Kopf. Wollte gerade wandern, aber das Auto streikt. Kann gleich gehen, gleich noch spazieren. Jo, wandern klingt cool. Ich hatte früher noch das, heute Morgen noch das Thema mit Lokotus. Sobald Corona vorbei ist, Leute, will ich irgendwo ein nices Wandergebiet und wandern, ey. Gerne natürlich so einen Berg hoch bis an die Spitze. 2412. Mhm. Ich tue mal hier hin. Haben wir noch so Wanderköpfe im Chat? Donnerstag hat Rainer zu. Ja, das weiß ich inzwischen. Genau, wir wollten ein Premium-Futter verkaufen, ne? Hallo? Ja. Was können wir heute noch so machen? Ich wollte mein Mähen noch leveln, ne? Mähen? Oder mein Angeln? Ich gehe mal in die dritte Area und schau mal, was es da zum Mähen gibt. Oder hier schon. Guck mal hier. Hier gibt es auch schon was. Weil ich will Mähen auf jeden Fall auch Stufe... So mindestens Stufe 9. Das ist ja die entscheidende Stufe anscheinend hier in dem Spiel. Für irgendwas. Wollen wir schon noch erreichen, ne? Das wäre nice. Ich zock heute durch. Mal schauen, wie lange macht das. Moment, was? Die ganze Woche Latein hinter mir. Boah, du Ärmste, ey. Wochenende werde nur heute mal wieder ein Schaumbad genießen. Welche Snacks dabei? Nice, nice. Ich glaube, eines deiner Schaumbäder hat es sogar in den Highlight Reel geschafft, oder? In den Pinkelpausen Highlight Reel. Wo du einen Applaus bekommen hast. Sei denn, das war eine andere Lara, aber glaube ich nicht. Das fand ich sehr witzig. Oh, Herbstbäume, Leute. Herbstbäume. Du willst wandern? Ich habe die Alpen vor der Tür. Boah, Taya. Neid. Purer Neid. Ich habe hier nur Assis vor der Tür. Ja, ich komme voran. Im Juni geht sich's aus.
Okay. Oh, wir haben auch Ernte. Shit. Das warst du. Okay, sehr gut. Ja, letztes Mal hatte, glaube ich, so lecker Wein, ne? Aber das ist ja nicht wirklich ein Snack. Ein Kompromiss wären Weingummis. Also dies kann ich auch anbieten. Boah, Spiel, kack mir nicht ab. Nur weil ich hier ein paar Paprikas am Ernten bin. Droppt er in den einstelligen FPS-Bereich hier schon, echt. Wie so ein Daumenkino sieht das teilweise aus. Sekt und Mini-Mozzarella. Ja, stimmt. Stimmt. Da haben wir gerade Phasmo gespielt. Nee, was für Phasmo? Among Us. Ist ja inzwischen eine Brühe, ne? Phasmo, Among Us. Keine Ahnung, was gibt's da noch? Diese Spiele halt. Oh, morgen ist Hochzeit, Leute. Das ging ja schnell. Wie schnell die Tage jetzt umgingen hier, ne? Morgen ist Hochzeit. Ja, das heißt, wir arbeiten nochmal, machen uns schön die Fingernägel dreckig. Yum! Tauschen die sich hier snacktechnisch voll aus. Yo, guten Hunger, Anna. Danke für den Lurk. Tatsächlich, Paprika und Tomaten gehen urgut zum Verkaufen. Nice, nice. Ja, Paprika, also vor allem die grüne, da bleibe ich auf jeden Fall bei. Und für Sommer haben wir ja Wassermelonen entdeckt. Und dann diese Matsutake-Pilze. Wer hatte nochmal das Bild im Discord reingetan mit 2 Millionen Verkauf? Alter. Wer war das nochmal? War das Mandy? Wer war das? Shit. Komm da inzwischen durcheinander. Yo, Minze, hau rein. Danke fürs Einschalten. Schönes Wochenende. Ich hoffe mal, das hat auf morgen keine Auswirkungen, wenn ich zu spät ins Bett gehe. Weil der wacht dann ja so um 10 Uhr auf, ne? Nicht, dass die dann sagen, ja, du hast die Hochzeit verpasst. Das wäre bitter. Aber Arbeit geht vor, ne? Heiraten kann man immer. Bing, bing. Danke dir, danke dir. Ich müsste eigentlich schauen, dass ich die Felder nicht synchron ernte. Sodass die Ernte sich so ein bisschen verschiebt. Pro Feld. Dann habe ich nicht immer so einen riesen Akt vor mir, sondern kann immer mal wieder ernten kommen. Wenn man das so ein bisschen versetzt, das wäre eigentlich besser. Und so geht der ganze Tag drauf. Also ich würde jetzt am liebsten das hier stehen lassen. Das dann quasi morgen oder übermorgen erst ernten. Morgen geht ja nicht. Das müssen wir dann mit den anderen Feldern auch so machen. Weil sonst dauert die Ernte ja ewig. Und zusätzlich noch die ganzen Gärten. Oh, ich habe vergessen, den Garten zu bauen. Den dritten.
Oh, Origalko. Obwohl, wir schaffen es noch vor 10. Ich schau dir heute wieder zu. Ehrensache. Ja, danke dir, Dasha. Danke dir. Jetzt kommt auch ein kleines Highlight, und zwar die Hochzeit. Meine Lieben. Es wird geheiratet. Mit einigen Turbulenzen auf dem Weg hierhin wird die gute Reyna geheiratet. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Jetzt kommt wahrscheinlich erstmal der Viktor, ne? Hey, heute ist der große Tag. Du Backpfeife. Direkt so? Habe ich denn auch mein Smoking an? Meine Damen und Herren, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr alle diesem bedeutsamen Ereignis beiwohnt. Wir haben uns heute hier versammelt, um die Hochzeit von Jack und Reyna zu feiern. Gibt's da ein Kind vom Gnome? Dies ist eine öffentliche Zeremonie, damit ihr alle dem Brautpaar viel Glück wünschen und an ihrer ewig währenden Liebe teilhaben könnt. Ihr seid heute Zeugen dieser Verbindung und ich hoffe innigst, dass ihr die zwei beim Aufbau einer gemeinsamen Zukunft unterstützen werdet. Das ist ja süß. Jetzt lasst uns ohne lange Umschweife beginnen. Ich präsentiere euch Jack und Reyna. Ich bitte um einen Riesenapplaus. Den Christel. Gott, aber sehr schlecht getimt, der Applaus. Ach, guck mal, mit schwarzen Handschuhen und so. Oh, das ist ein schönes Kleid. Unkonventionell, aber sehr schön. Oh. Die hat sich sogar die Haare gemacht. Absolute Sahneschnitte. Nun, ich bin so ergriffen, der fragt mich mal. Unserer Tradition entsprechend werde ich, der Bürgermeister, drei Regeln festlegen, an die ihr euch halten müsst. Regel Nummer 1, gebt immer aufeinander Acht und denkt stets an den anderen. Ihr führt euer Leben ab jetzt zu zweit. Regel Nummer 2, glaubt aneinander und beschützt aneinander, wie ihr es bei niemandem sonst tun würdet. Die Familie ist am wichtigsten. Und Regel Nummer 3, macht das Glück des anderen zu eurem eigenen. Dadurch werdet ihr doppelt so viel Freude am Leben. Leute, das ist, hör mal, das sind drei Regeln, die sollte jeder, der heiratet, mal zu Herzen nehmen. Reyna, schwörst du, diesen drei Regeln Folge zu leisten? Erinnert so ein bisschen an diese drei Roboter-Regeln, falls ihr das kennt, so von iRobot oder so? Ja, ich schwöre. Jack, schwörst du auch, diesen Regeln Folge zu leisten? Natürlich schweigt er. Ah, okay, ich schwöre. Läuft rot an, süß. Ausgezeichnet. Möge eure Zukunft nur Gutes bereithalten. Ihr zwei müsst von nun an zusammenarbeiten. Ich bin sicher, ihr werdet ein großartiges Team. Och, ihr seid so süß zusammen, das ist wundervoll. Ach, wäre ich doch nur wieder jung. Du und Jack passt hervorragend zusammen, Reyna. Ich kann kaum erwarten zu sehen, wie ihr als Familie zusammenwächst. Nun, entsprechend unserer Tradition müsst ihr euren Schwur noch mit einer Unterschrift bestätigen. Du zuerst, Reyna. Kritzel, kritzel. Und jetzt du, Jack. Süß, ne? Komme ich ja genau richtig. Und damit darf ich den Schwur unserer neu verheirateten Eheleute als gültig und bindend erklären. Applaus bitte. Nochmal. Sehr gern. Schon wieder Credits? Danke, Lukas. Ja, also ich weiß nicht, wie ernst ich die Credits inzwischen bei dem Spiel hier nehmen kann. Das sind schon die zweiten. Also wir schauen uns das jetzt nicht nochmal an, Leute. Ja, überspringen. Haushalt, beschäftigt und bla. Brautstrauß. GG? Dieses GG, Leute, das muss sich etablieren. Ja, jetzt sind wir verheiratet, ne? Hot. Irgendwie hat sich nichts geändert. Bett ist noch leer.
Ah! Hat für sich selber Frühstück gemacht. Okay. Guten Hunger, schätze ich dann mal. Ich gehe dann mal arbeiten. Ungesättigt. Kann ich mit dir reden? Ja, natürlich. Wow! Ich sagte immer noch, wow! Wir müssen so dringend zusammen Urlaub machen. Nur du und ich. Ja, das nennt sich auch Flitterwochen. Wie sich gleich alles ändert, ne? Unglaublich. Also ein bisschen so diese so eine Awkwardness. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, ne? Wäre es mit Laura anders? Wäre das besser? Wäre es schlechter? Man weiß es nicht. Aber der Gedanke verfolgt einen. Oh, Scheidung. Nee, Spaß. So. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir hier noch ein bisschen arbeiten, ne? So schön auf leerem Magen. Die gönnt sich leckeren Fisch und plant den Urlaub. Nee. Aber die Unterschrift ist gesetzt, Leute. Ihr kennt die Regeln von Olivingen. Moment. Wer arbeitet denn dann gleich? Die müsste ja rein theoretisch jetzt so langsam das Haus verlassen. Und Richtung Museum gehen. Weil ich habe Arbeit für die Gute. Ganz, ganz viel sogar. 44, Leute, noch 6 Barren. Was kriegen wir heute hin, oder? Das kriegen wir heute hin, denke ich. Der Zopf stand ihr echt gut. Ja, muss ich auch sagen. Muss ich auch sagen. Im Valley hast du wenigstens morgens einen Kaffee bekommen. Also mindestens, ja. Kein GG-Sound von mir, weil wegen Team Laura. Stalk sie doch. Was meinst du, was ich vorhab? Okay, Moment. Wir machen... Oh. Ein großes Haus. Okay, die geht echt arbeiten. Nice. Schön gesättigt geht die jetzt arbeiten im Gegensatz zu uns. Wir schauen mal in den Gärten vorbei. Vor allem mit dem Hammer, ja. Arbeitet die jetzt im Museum oder auf der Farm? Es scheint, als ob die noch im Museum arbeitet. Oh Gott, hier ist wieder eine Riesenernte. Oh, wir müssen unseren dritten Garten bauen, Leute. Warum vergesse ich denn so wichtige Sachen immer? Vielleicht, weil ich geheiratet habe. Jo, Dasha, Wien ist übrigens eine richtig nice Stadt. Also zumindest dieser Wien 1 Bezirk. Schätze ich mal die Altstadt oder so, das ist das Zentrum. Weiter außerhalb war ich gar nicht, großartig. Aber Wien 1 ist echt nice. Sehr schöne Stadt. Da habe ich zum ersten Mal Kürbiscremesuppe gegessen. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Du brauchst noch ein Gebiet. Du hast keinen Platz. Ho, Eileen! Vor allem, ho, Eileen! Hey, ho! Na, alles klar? Ich bin gerade im Auto, fahre zur Tante. Ja, ich hoffe, du fährst nicht selber. Na. Aber als Beifahrer geht's natürlich. Aber danke, dass du reinschaust. Viel Spaß bei der Tante. Wien ist sehr nice, ja? Der jetzt leer ist, der erste. Ja klar, jetzt ist wahrscheinlich Totenstille, ne? Schnitzel? Da gibt's gute Schnitzel, oder was? Oh, wir können schon Pilze ernten. Oh. Also echt ein Reinfall. Dachte, du kommst jetzt... Ein Arbeitssklaven, aber nein. Meinst du?
Du willst mir nur ein schlechtes Gewissen machen, ne, Lokutus? Aber die Gummistiefel, die sind bestimmt auch nice. Hauptsache Stiefel, Leute. So, die Mama fährt. Ja, dann geht's ja. Dann geht's ja. Ja, Lokutus hat das Spiel doch gestern bekommen, glaube ich, ne? Oder die Switch gestern. Eins von beiden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches. So, wir haben 4 davon. 26 Zwiebelsamen. Also nicht genug. Das heißt, damit warten wir erstmal. Müssen wir neue kaufen. Aber die kann man schon mal anbringen hier, ne? Ein nicer Nebenverdienst. Mit dem Pilzstämmen, wie ich finde. Dann reisen wir mal. Der im Amazon-Garten, der Pilzstamm müsste dann auch schon fertig sein. Ich schaue später wieder rein. Alles klar, Eileen. Mach das. Meisterlicher Pilzsucher. Nice. Bei Placciuta 20 Euro Schnitzel, glaube ich. Okay. Am 19.05. ist Wien wieder offen, halbwegs. Ah ja. Cool. Ja, ich war irgendwie... Dascha, kennst du... Ich glaube, das heißt Heinemann oder Heidemann oder so. Ist wohl so eine Traditionsrestaurantkette, whatever. Oder ein Traditionsladen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt eine Kette ist. Da habe ich mir gegönnt. Moment, wieso 32? Achso, ja, 8x4. Ja, stimmt. 8x4. Wann bekommt man den? Pilzstamm bekommt man wahrscheinlich... Warte mal. Wann bekommt man den? Weiß ich gar nicht. Feldarbeit vielleicht? Trockenlegen, maybe? Irgendwo auf jeden Fall. Also relativ früh. Relativ früh. Ich weiß nur nicht mehr, was genau den hervorbringt. Vielleicht Tierpflege oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber den kriegst du ganz früh. Ganz, ganz früh. Ja, Landmann. Landmann, genau, Landmann. Wir haben wieder Urikalko. 2 Stück, okay. Twitch am Donnerstag, gestern Minecraft. Bin an Blair dran. Du den nicht wolltest, weil zu altmodisch. Blair. Ah, das ist die Blonde, ne? Die mit dem Kleid. Ja, Blair gönnst du dir. Da steht wohl jemand auf Blondinchen. Da alles zu ist, stellen sie die Kuchen raus zum Verkauf. Boah. Also den Laden habe ich gefeiert, Dascha. Der war sehr nice. Den Pilzstamm kannst du im... Ah ja, stimmt, den Pilzstamm, den musst du erst reparieren.